Börse extrem in diesen Tagen. Eine Achterbahnfahrt, die ihresgleichen sucht. Das bringt möglicherweise graue Haare bei einem Fondsmanager. Gucken wir nach, fragen wir nach bei Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Wie haben Sie denn die vergangenen Tage im Fondshandel erlebt? Ich würde in der Tat lügen, wenn ich behaupten würde, das lässt auch professionelle Marktteilnehmer kalt. Was wir da erlebt haben, das war schon heftig. Es ist sicherlich so, dass viele Dinge automatisch ablaufen, dass es gewisse Prozesse gibt, aber wir müssen doch auch Entscheidungen fällen und in so turbulenten Tagen, da ist natürlich Hektik und da muss man schnelle Entscheidungen treffen. Können Sie das dann überhaupt? Können Sie ohne Emotionen Entscheidungen im Sinne Ihrer Anleger treffen und wie machen Sie das? Weil der Privatanleger könnte im Zweifel ja noch was von Ihnen lernen. Es ist natürlich so, dass gewisse Dinge von Prozessen abhängen, das heißt, da haben wir keinen Einfluss drauf oder da haben wir automatische Signale. Aber es ist natürlich auch so, dass wir in gewissen Produkten, in gewissen Portfolios natürlich als Fondsmanager dann auch gefordert sind, letztendlich die Entscheidung zu treffen. Wie passiert so etwas in diesen turbulenten Tagen? Man stimmt sich ab, man wertet die Informationen aus, versucht sich eine Meinung zu bilden und dann schlussendlich eben auch die Entscheidung zu fällen, ist doch dann auch ganz wichtig, also überhaupt zur Entscheidung zu gelangen und zu handeln. Wie haben denn Ihre Portfolios nun in diesen verrückten Tagen, so nenne ich es mal, reagiert und wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Aktuell denke ich, dass wir nach wie vor noch in dieser Gemengelage aus verschiedenen Problemen gefangen sind. Denn wir haben ja nicht nur die Staatsschuldenkrise, die Marktteilnehmer stört oder die sie nervös macht. Wir haben eine ganze Reihe von Problemen. Das ist der Arbeitsmarkt in den USA, das ist die Furcht vor einem Abgleiten der Weltwirtschaft, nicht in die Rezession, aber zumindest in ein ruhigeres Fahrwasser. Also da denke ich, dass wir vielleicht im Moment diese Erholungsrallye am Markt noch eine Weile spielen werden, aber mittelfristig hier doch immer wieder Rückschläge erleben könnten und die Volatilität hoch bleiben sollte. Die meisten Anleger interessieren sich für den DAX, für deutsche Aktien. Wie schätzen Sie hier die Lage ein und wie sieht Ihre Struktur aktuell aus? Was die Struktur angeht, können wir uns im Moment vorstellen, dass wir uns die höhere Volatilität der Märkte etwas zunutze machen. Solche Strategien können auch Privatanleger zum Beispiel über Bonuszertifikate oder Discountzertifikate abbilden, die bei diesem erhöhten Niveau der Volatilität interessant werden. Und natürlich noch, und da lasse ich Sie nicht gehen, ohne diese Frage gestellt zu haben, Sie werden sie auch nicht mögen, wie alle meine Gesprächspartner. Haben Sie eine Prognose, eine Einschätzung für die Situation an den Märkten, ja, vielleicht bis zum Jahresende? Ich denke, wenn man sich die historischen Crash-Szenarien oder Kursrückgänge anschaut, dann waren solche Momente eigentlich immer ein guter Kaufzeitpunkt, zumindest zum Teil. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass wir mittel- und langfristig höhere Kurse sehen, aber das nur unter deutlichen Schwankungen und unter Umständen doch auch nochmal Rückschlägen. Sagt Fondsmanager Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.